Sommer, Sonne, Spaß und Wasser ohne Ende. Dazu kommt der Kontrast aus See und Hügeln und Bergen im Umland. Rund 3 Millionen Menschen leben in diesem Paradies. Alles tummelt sich um einen See, der Besucher aus aller Welt magisch in den Bann zieht. Etwas Gemüse, etwas leuchtende Stauden, vor allem viel Ruhe unter Bäumen oder in einer Laube. Das alles hat der spätere Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse in Gainhofen auf der Höri-Halbinsel gefunden. Aus Basel kam er 1907 hierher und fand für 3 Groschen pro Quadratmeter sein kleines Paradies. Eva Eberwein spürt die Besonderheit des Ortes jeden Tag aufs Neue. 2003 sollte alles abgerissen werden, also kaufte sie das Grundstück und hauchte behutsam neues Leben ein. Jeder hat in seinem Leben einen lichten Traum, so will ich das mal nennen. Also irgendeine Idee, was er sein will, wie er sein will, wie er leben will. Und ich hatte immer so einen Wunsch, in einem schönen alten Haus zu leben. Ich bin auch in einem alten Haus aufgewachsen, in einem sehr schönen, und einen großen alten Garten mal in die Hände nehmen zu dürfen. Insofern ist es doch wunderbar, dass wir beide uns gefunden haben. Natürlich ist das noch mal spannender, einen historischen Garten zum Leben zu erwecken, weil da ist eine alte Geschichte drauf. Die es gilt, wieder herauszusuchen. Mit Leidenschaft wird saniert, die Geschichte schichtweise wieder freigelegt. Das Wunderbare nimmt seinen Lauf. Hermann Hesse war beseelt von Natur. Er schrieb in einem Brief: Die Beschäftigung mit Erde und Pflanzen kann der Seele eine ähnliche Entlastung und Ruhe geben wie die Meditation. Er war ein konservativer Gärtner, aber er war blutiger Anfänger. Der hat sich das alles angelesen, als er hier in diesem Garten angefangen hat. Denn dieser Garten ist ja so entstanden, dass er einen Plan entworfen hat, akribisch mit durchnummerierten Bäumen und Wegen und was auch immer. Und er hat es sich einfach angelesen in der damaligen Literatur. Wie macht man das am besten? Stück für Stück entstehen mit viel Engagement in über 10 Jahren gleich mehrere Gartenräume. Besonders im Detail ist der Hesse-Garten ein wahrer Traum. Und Eva Eberwein entdeckt selbst im Boden Spuren des damaligen Besitzers. Hier unter diesem Hauptweg, den er 1908 angelegt hat, hat Hesse allen Ernstes einen Haufen Bücher vergraben. Da er schon bekannter Schriftsteller war, haben ihm die Verlage Bücher zugeschickt von unbekannten Autoren, verbunden mit der Bitte, dass er sie positiv rezensieren möge. Dazu hat er überhaupt keine Lust gehabt, packte die Bücher aus und vergrub sie hier schön gerade unter diesem Weg, wie Ziegel nebeneinander. Eva Eberwein hat diesen Ort mit all seiner Schönheit und Geschichte in einem Buch verewigt. Sie erzählt in einer sinnlichen Zeitreise von Hermann Hesse, seinem Garten, seiner Leidenschaft und die schweißtreibende Entwicklung zum heutigen Garten. Die Wiederentdeckung einer verlorenen Welt. Hier ist noch, das vermitteln auch die Gäste, eine Oase, ein Ort, der eine Beschaulichkeit ausstrahlt. Sie finden hier keinen spektakulären Garten, wenn Sie so wollen. Sie finden eine Idee, wie dieser Garten gewesen sein muss.